Asterix erobert Rom. Unter diesem Titel machten die Gallier schon 1976 im Zeichentrickfilm Die ewige Stadt unsicher. In diesem Sommer wird die Geschichte neu erzählt, denn die Minis erobern Rom. Über 46.700 Ministranten aus ganz Deutschland haben sich schon jetzt für die große Ministrantenwallfahrt nach Rom angemeldet. Eine organisatorische Meisterleistung. Vor allen Dingen organisieren sie die Ministrantenreferenten und Referentinnen in den Bistümern, die da auch schon jahrelang Erfahrung haben und natürlich bewährte Partner und Partnerinnen, die ihnen dabei helfen. Da gibt es gute Konzepte, wo man gut unterkommen kann, wie man das mit den Bussen macht, welche Züge vielleicht auch möglich sind. Und das ist alles in guten Händen. Die Vorfreude und die Erwartungen an die Wallfahrt sind groß. Also ich denke einmal, das Gemeinschaftserlebnis steht einfach im Vordergrund. Und aber natürlich auch die ganzen heiligen Stätten mal zu sehen, den Vatikan, den Papst, das ist natürlich der Wahnsinn. Also ich freue mich wirklich drauf, das wird, denke ich, sehr gut. Damit sich auch jeder diese Reise leisten kann, lassen sich die Ministranten einiges einfallen. Also wir haben verschiedene Aktionen geplant mit den Messdienern. Zum Beispiel Bente Messdiener war eine Jahresaktion von uns. Da konnten halt die Gemeindebewohner Messdiener mieten für irgendwelche Arbeiten, Fenster putzen, Garten sauber machen, Blätter haken, sonst was. Und auf freiwilliger Basis konnten die dann was spenden, da ist auch gut was zusammengekommen. Mitfahren lohnt sich. Das wird auch schnell bei einem Blick in das Programm der Wallfahrt deutlich. Wir werden am Dienstagabend Begegnung mit dem Papst auf dem Petersplatz haben. Es wird natürlich Gebet, ein Gemeinschaftserfahren im Gesang, aber auch der Papst wird zu Ihnen sprechen und wir werden schauen, wie weit dann auch nochmal die Erfahrungen von jungen Leuten mit eingespielt werden. So hoffen wir, dass das ein wirkliches tiefgehendes Erlebnis wird. Damit auch Papst Franziskus sich langfristig an dieses Ereignis erinnern kann, wird ihm eine ganz spezielle Version des Pilgertuches übergeben. Für die Pilger bietet die Reise die Chance, neue Kontakte zu knüpfen. Doch auch Ministrantengruppen aus neuen Vereingemeinschaften können sich kennenlernen und zusammenwachsen. Diese Erfahrung hat André Horstmann auch schon nach der Wallfahrt 2010 machen können. Die Leute kannten wir vorher nicht so gut. Da ist halt jetzt ein neuer Draht gewachsen. Wir treffen uns jetzt auch immer jedes Jahr zu so einem Gruppenleiterwochenende, also die Älteren dann. Ja, und da ist jetzt dann halt der neue Kontakt entstanden. Darüber hinaus erhofft sich Jugendbischof Wiesemann einen langfristigen Effekt der Wallfahrt. Also ich hoffe, dass die jungen Leute mit ganz tollen Erlebnissen von Gemeinschaft auch Glaubensgemeinschaft in der Kirche zurückkehren werden, dass sie beeindruckt sein werden von der Begegnung mit dem Papst Franziskus, aber auch, dass sie gestärkt sind und neu ermutigt sind für ihren Dienst in den Gemeinden. Das ist ja das Großartige, dass sie da immer zur Stelle sind und in unseren Kirchen und Gottesdiensten und für unsere Gemeinden einen ganz wertvollen Dienst tun.